Da ist einmal Österreichs Ausnahmesaxophonist Wolfgang Puschnick, ein Kosmopolit mit wirklich sehr starken regionalen Roots. Da ist der Melodiker Steve Swallow am fünfseitigen Bass, ein Abenteurer des Avantgarde-Jazz. Da ist Victor Lewis an den Drums und den Vocals, vielleicht kennen Sie ihn ja durch Robert Altmans Film Kansas City. Und da ist der herausragende Perkussionist Don Elias. Hier ist Gray.
habe die alle kennengelernt in der Band von Color Play. Und das ist schon sehr lang her. Ich war das erste Mal dabei, 85. Und damals war Don nicht dabei, aber Victor. Und natürlich Steve. Und Don ist eine Tournee später dann für ein paar Tourneen dabei gewesen. Und so lernt man sich kennen. Und das war immer mal mein Dream Team sozusagen. Ich wollte unbedingt mit denen was machen. Aber wie das oft bei Musikern und in der Musik so ist, das dauert oft Jahre, bis es dann effektiv zu dem Punkt kommt. Und das ist einfach super, weil man braucht nichts viel erklären. Man kann einfach die Musik spielen und aus. Ja. Thank you.
denke mir, dass die Musik wird natürlich nie diese Bandbreite erreichen wie Pop oder sonst irgendwas, weil sie einfach den Zuhörer viel mehr fordert. Also es ist als Zuhörer, denke ich mir, um wirklich was davon zu haben, kannst du nicht dich in die Rolle des reinen Zuhörers begeben. Du musst irgendwie da rein und eigentlich mit dabei sein. Dann entfaltet sich das erst voll. Und in Zeiten wie diesen, sagen wir mal so, ist das nicht gerade angesagt jetzt, sagen wir mal so. Also man will alles vorportionieren und alles zack, zack, zack vorgesetzt kriegen. Also dass man da selber aktiv werden muss als Publikum. Aber es gibt zumindest in Amerika ist es ja schwierig, in Europa gibt es ja noch Publikum. Das ist ja super. Also wir haben natürlich auch einen völlig anderen Musik- und Kunstbegriff als die drüben. Das muss man natürlich auch sehen.